ein absoluter Kracher in der Oberliga Hamburg. Der Tabellenzweite Teutonia 05 empfängt den Tabellenprimus TuS Dassendorf. Die Dassendorfer in dieser Saison noch ungeschlagen. Letzte Woche gemeinsam mit 200 Dresden einen 3:0 Erfolg gesehen. Teutonia, der Verfolger, steht bei 42 Punkten. Heute keine Dresden-Fans, dafür massig Selbstvertrauen und die Partie sollte halten, was sie verspricht. Spannung bis zur letzten Aktion. Dassendorf in Weiß, von rechts nach links. Finn Thomas steckt das wieder tief für Henrich Dettmann durch. Der mit dem Auge für Sven Möller und den macht er blind. Möller hat da viel zu viel Platz und versenkt den Ball halb hoch links in der Ecke. Letztes Jahr noch vom Hamburger Fußballverband zu Hamburgs Fußballer des Jahres gewählt worden. Hier mit der nächsten Bude, Treffer Nummer 12 für den 29-Jährigen, eiskalt. Oder einfach nur cool, so kennt man ihn auf und vor allem auch neben dem Platz. Kurz darauf wieder Dassendorf. Um Gottes Willen, Nikolas Malwitz mit der Grätsche ins Nichts. Macho, 9 Buden hat er, etwas überrascht und der Schuss ist nicht schlecht, aber dann doch zu genau gezielt. Mit viel Wumms aufs kurze Eck wäre die bessere Variante gewesen. Aber Teutonia wehrt sich, zwingt den Tabellenführer immer wieder zu Fehlern. So, auch hier das erste Mal treten sie in Erscheinung. Und das ist cool gemacht. Felix Wobeida spielt die Murmel scharf in den 5-Meter-Raum hinein. Und Vincent Burg spiegelt den Treffer der Dassendorfer, muss nur noch den Schlappen hinhalten. Diese Aktion zeigt, dass Teutonia sich der Ausgangslage bewusst ist. Die Aktionen, die man hat, stark zu Ende spielen und sichere Buden machen. Treffer Nummer 5 für Burg. Ein Hin und Her, jetzt wieder Dassendorf, Carolus mit Langholz, Glanztat von Zumak im Kasten von Teutonia und der Ball landet im Netz. Aber schauen wir auf den Schiedsrichter, hier pfeift er Kevin Rosin, Stürmerfoul. Während Zumak nach seiner Glanztat noch verletzt am Boden liegt, werfen wir einen Blick auf die Slow Motion. Zumak mit Glanztat 1 und 2 und dann fällt Christoph Kurzinski auf den Keeper der Teutonia. Ich bin da beim Schiedsrichter, Stürmerfoul. Kurz vor der Pause Teutonia. Freistoß aus 20 Metern. Eggert oder Burg? Es macht Eggert knapp drüber. Aber er sollte die Aktion schnell vergessen, denn sein Moment sollte kommen. Mirko Bergmann mit einem Traumpass in den Lauf von Eggert. Pflückt ihn runter und bumm! Unter die Querlatte, rennt bei seinem Jubel direkt zu Bergmann. Was für ein Spielzug. Und Eggert krönt diesen mit einem Traumtor. 2:1 für die Teutonia. Die sind damit auf 8 Punkte rangekommen und haben ja noch ein Spiel weniger. Gehen wir in Durchgang 2. Viele Möglichkeiten ohne die Hochkaräte. Minute 62, Ecke Sven Möller und zack, 2:2. Dassendorf belohnt sich, aber wie kann man Marcel Lenz so frei im 16er stehen lassen? Hat lange dritte Liga gespielt, unter anderem bei den Kickers Offenbach. Sollte sich eigentlich herumgesprochen haben, dass man ihn nicht so freilassen darf. Wir sind in der Nachspielzeit. Foulspiel im Halbfeld. Teutonia macht das Spiel schnell. Davidson Eden völlig blank auf der linken Seite. Den sieht Bergmann gar nicht. Fasst sich ein Herz und Tor. Das ist der Lucky Punch für die Teutonia. Was für eine Aktion. Aus 23 Metern lädt er ab. Die Kugel wird abgefälscht. Hier sieht man's. Und dadurch ist Krua im Kasten. Der TuS machtlos. Immer noch nicht Schluss. Letzte Aktion bei der TuS. Alles vorn. Wobeida in die gefährliche Zone. Und Weißleben schießt an die Latte. Durchschnaufen. Super Schusstechnik hier von Weißleben schießt. Und Zumak guckt den an die Latte. Der Fallrückzieher von Macho. Schön anzusehen, aber harmlos. Dann ist Schluss aus. Ende in einem packenden Spitzenspiel in der Oberliga zwingt Teutonia als erstes Team die Dassendorfer in die Knie. Eggert, Burg und Bergmann die Torschützen und die Teutonia lebt und hält den Anschluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.